Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist soweit. Wir sitzen hier im Brotkostüm. Ich bin einfach ein stabiler Typ. Waren fast 40 richtige Antworten, ne? Schwierig, Robin. Schwieriges Thema. Ja, also ich finde eigentlich das Rot von der Marmeladenseite viel angenehmer. Aber gut, Freunde, dann sehen wir uns wieder. Ich wechsle kurz mein Outfit. Hab gehört, heute geht's ins Reddit. Yes, ich will kurz ins Reddit reinschauen. Einfach ein bisschen durchklicken, was so abgeht, was so passiert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir auf Twitch im Reddit sind. Kann das sein? Ich glaube schon. Also, Freunde, wir haben das Reddit ja ein bisschen hübscher gemacht. Also, wir haben jetzt ja quasi, nochmal kurz zur Erklärung, wir haben ja diese neuen Flares. Wir haben News und Interessantes, wo, wer hätte es gedacht, News und Interessantes gepostet wird. Hypertalentiert mit, ach du Scheiße, ich sehe jetzt schon Salami-Weitwurf. Das ist eine Salami, oder? Wie? Bruder, Mr. Dragon 05 ist einfach fucking Salami-Bändiger. Das Video, die Salami, habe ich mit Blender gemacht. Es ist einfach der Salami-Bändiger. Ultra fett. Feier ich. Ich habe wirklich lang gebraucht, ne? Ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen, dass es... Also, es hätte ja irgendwie animiert sein müssen. Aber trotzdem. Ich mal einen Manga über Hübi. Wie spät ist es schon? Es ist sehr spät. Ich sollte lieber schlafen. Was ist das für ein Stampfen? Was ist das für ein gigantisches Biest? Nein! Da kommt gar nicht mehr? Warum? Ich will wissen, was mit diesem riesigen Monster los ist. Geil, bitte mehr Seiten. Nintendo Switch Sports Übersicht Trailer. Warte mal, der ist neu? Okay. Warte mal. Aber ist es nicht trotzdem so, dass es nur drei Sportarten zu Release gibt? Es gibt Tennis, Volleyball und Schwertkampf. Nintendo Switch Sports. Da hat die Wii Sports zu Release mehr Sportarten. Die Tradition der Wii Sports-Reihe wird fortgesetzt. Neben beliebten Klassikern gibt es auch neue Sportarten, an denen sich jeder erfreuen kann. Das ist der Spoko Square. Dein Sportcenter, Spoko Square, in dem du in sechs unterschiedlichen Sportarten antreten kannst. Ich habe jetzt nur gedacht, weil hier im... Ach so, hier sind ja sechs Emojis. Ich habe die am Anfang nicht gesehen. Okay, ich bin ein bisschen hohl. Ich finde die Avatare auch so fürchterlich. Mach den Aufschlag. Bagger. Spiele anderen den Ball zu. Führe Angriffsschläge aus. Einfach die Frau da unten. Schaut mal auf die Frau da unten. Die fühlt Volleyball richtig. Die fühlt das richtig. Juhu. Mein Leben ist so schön. Oh ja. Was ist mit dir los? Schwinge beim Bowling deinen Arm, um die Kugel losrollen zu lassen. Du kannst dir auch den nötigen Drei verpassen. Intuitiv. In speziellen Herausforderungen kannst du deine Bowling-Fähigkeiten unter Beweis... Ohne Scheiß. Ich habe ja Wii Sports Let's Played, ne? Diese Challenges mit den Wänden, ne? Die wird einfach irgendwann unmöglich. Real Talk. Mit dem Beingurt-Zubehör hast du die Möglichkeit, mit intuitiven Tretbewegungen im Shootout-Modus zu spielen. Bei jedem Treffer erhöht sich der Schwierigkeitsgrad und das Ziel wird... Bruder, diese Videos da unten, was ist das? Und warum läuft hier immer noch diese Scheißmucke? Ich weiß jetzt schon, dass jeder beim Schwertkampf einfach nur so macht. Gewonnen! Endlich siehst du es ein. Eine Zelda-Zeichnung im neuen Glanz. Schön. Alter. Not bad. Tschüss. Ihr kennt sicher noch Dinky Kong, aber kennt ihr schon... Stonky Kong. Okay, warte mal. Ich brauche ein paar Memes, Freunde. Ich brauche ein paar Memes. Wenn man sich mal wieder einen reinziehen will, weil die Klicks nicht laufen. Das... Kennt niemand. Punkt. Tuff, tuff. Was ist das? Dein Crush lädt dich zu dir nach Hause ein. Die zieht sich um. Oh mein Gott, diese fressen. Freunde, was passiert? Was passiert? Sie trägt eine Kutsche. Hörspiele über Weltraum.
Sonne explodiert in 5 Milliarden Jahren. Achtjähriges. Ja, ohne Scheiß. Du liest das in der Schule und denkst dir so, fuck, mein Leben ist vorbei. Ich werde nie wieder in Ruhe leben können. Hey, wusstest du, mein Lieblingssong ist Tühü Valley von Hü Florian. Er geht so. Okay, Freunde, für alle, die den nicht kapieren. Moment. Hü Florian. Da finden wir es doch safe, oder? Da ist er. Wenn du im Lotto gewinnst, dein Vater, der seit 15 Jahren Milch... Donkey Schlong. Klassenbuben, wenn jemand Kaugummis dabei hat. Darf ich auch einen haben? Yo, ich weiß, ich habe schon viele gefragt, aber darf ich auch einen haben? Yo, ich habe gehört, du hast einen Kaugummi. Darf ich auch einen haben? Reddit-Daten. Oh, damn. Oh, damn. Stimmt, da haben wir beim letzten Mal gesagt, dass ich das auf jeden Fall häufiger sehen will. Also, das sind die von der Woche davor und das sind die von letzter Woche. Der Meme-Anteil ist auf jeden Fall zurückgegangen. Der Hypertalentier-Teil ist ein bisschen gestiegen. News und Interessantes. Freunde, wir brauchen noch mehr News und Interessantes. Wir brauchen mehr sinnvolle Beiträge in News und Interessantes, Freunde. Das sind die Upvotes? Posts im Reddit? Ach, Upvotes. Ah, aber warum sind es hier Upvotes und hier Posts? Okay, aber immer wieder spannend. Das muss unbedingt weitergemacht werden. Der inoffizielle Hübi-Eisberg. Voller Insider und geschichtliche Erlebnisse. Okay, Freunde, der Hübi-Eisberg. Die Sachen, die jeder kennt. Richtig Party, Dr. Hübi, Dieter, Real UI, Alkoholiker, Ehrenholger. Ja, kennt jeder. So, dann geht's ein bisschen deeper. Reddit! Dorfuchs, Bogot. Oh, Bogota wurde so weit hier oben gelistet. Fischerhut, Haus Anubis, Hüberflüssig. Was ist dein Lieblings-Harry Potter? Zur Seite der Boss kommt. Okay, es geht noch deeper. Okay, Pinguin 361. Oh, shit, das ist auch Salami. Was, Salamibaum ist hier unten? Der Salamibaum ist präsent. Denn je. Hehe, ich bin homoerotisch kacken. Der Baumstammfäller. Ameisenbär, LP Frost, Kommunistentoads, Legends Arceus Rants. So, und Freunde, jetzt geht's richtig deep. Übi, der dicke Zuschauer. Der dicke Zuschauer ist zu mild. Der T-Rex-Schrei. Marbles Timeout, Dinkelkong, Aschnabart. Sumpfhund, Kübel, der Hinternvorfall. Müllton werfen mit Domi. Graue Jogginghose, Twitch-Partner. Galagladi-Hate. Ach, lol! Das ist die Hardgold Randomizer Nuzlocke. Twitch-Partner. Ich mach den Volume Booster rein. Übi Volume Booster. Oh, was ist das? Wartet, ich pausiere und mach den Volume Booster rein. Übi. Die Switch hat jetzt Ordner. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber ich finde die irgendwie total weird. Weil du hast ja diese Ordner nur in der Gesamtübersicht, wenn du komplett nach rechts gescrollt bist. Ist es das, was die Leute wollten? Ich hätte irgendwie lieber einen Ordner so in dieser Anfangsübersicht gehabt, aber ich glaube, da geht es nicht. Wenn ihr jemals im Leben das Gefühl habt, ihr bekommt keinen Partner oder keine Partnerin, weil ihr hässlich seid, denkt immer dran, es gibt diesen Vulkan in Legenden Arceus. Thank you.